Ja, Vampir, Dämonjäger, willkommen zurück zu Dead Cells. Heute spielen wir Richter Belmont. Und zwar werden wir Belmont, ich hatte zwei Ideen, einmal auf Rot und einmal auf Lila zu spielen. Rot wäre eventuell gut gegangen mit reißender Riemen, also der Peitsche, heiligem Weihwasser, Ölgranate und hier mit Brandstifter zu spielen, damit Flammen mehr Schaden machen und Lila Flammen noch mehr. Aber jetzt spielen wir Lila. Obwohl Lila noch nicht die guten Optionen aufweist, was die Mutation angeht. Aber gut. Nehmen wir erstmal die Todessense. Und ich habe schon zwei Runs gemacht. Zwei Runs habe ich gemacht. Aber sie sind beide gescheitert. Weil Dead Cells wieder völlig sinnentleert unfair war und mir mit einmal die komplette Gesundheit wegnimmt. Wo war das denn? Das war... Ach nein, hier nicht. So rum, so rum. Das war im... Katakomben, garstige Gruft. Ich glaube in der alten Kanalisation mit diesen Pilzen, die diese Stacheln beschwören, bin ich ausgewichen an den Rand. Dann kommen diese Fledermäuse, die explodieren, zu mir geflogen. Zwei Stück mit einmal, nur noch 1 Zentimeter Leben. Tot. Einfach nur, in dem Sinne ist Dead Cells nicht so gut wie Hades, auf jeden Fall. Die Keule bekomme ich doch nie wieder, ohne Teleportpunkt. Ah, das ist das Schlimme an Dead Cells. Frag mich, wie das Leute mit 4 Bosszellen schaffen. Ich meine, du musst ja so... Ich spiele jetzt nicht gerade wenig. Dead Cells. Hab schon eine gewisse Art von Erfahrung. Mach mir Gedanken, was Builds angeht. Ja, aber guter Move. Und das Schlimme bei Dead Cells ist, es gibt einfach Waffen, die ohne den Hauch eines Einwands einfach besser sind als andere. Ich meine, die Todessense. Allein die Combo. Oh, ich hasse euch. Allein die Todessense oder Fernkampfbilds. Ich habe jetzt hier Armbrust 1 plus. Ist aber eine Doppelsache. Und ebenfalls doof, dass du Doppelwaffen nicht in den Rucksack legen kannst. So verbringst du halt Stunden, um in Dead Cells einen guten Run hinzubekommen. Der es wert ist, gezeigt zu werden. Nehme ich einmal. Nichts weiter dabei. Aber der Kling. Ne? So. So ist der Zelt halt. Ah, nee. Nee. Falsche Taste. Komm jetzt. Ja, Run muss es sein. Und vor allem die Todessense, die unterbricht die Gegner noch. Macht wahnsinnigen Schaden. Hat Rundumschlag. Also,
Sollte ich Alucard nach meinem Bild versuchen, weiß ich auch schon, dass ich mit Schild spielen werde. Und mit einer Waffe, die ebenfalls sehr gute Option hat, schnell viel Schaden zu machen mit Movement, das man sowieso immer nutzt. Verfeindeter Bärtum. So, gut, dann gehe ich wohl wieder aufgrund der Abwechslung in die toxische Kanalisation, wie in den beiden Runs davor, die ihr nicht gesehen habt, weil ich gestorben bin. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das Schlimmste wisst ihr ja noch gar nicht. Okay. Ich brauche ich überhaupt nicht. Ein Schild aufheben. Das Schlimmste wisst ihr ja noch gar nicht. Bei dem letzten Run hatte ich über 120 Seelen, weil ich nichts mehr zum Ausgeben hatte. Und ich spare halt dann in dem Moment die Seelen, bis ich zu dem Punkt komme, wo ich den anderen Händler bekomme, um die Seltenheit der Drop-Gegenstände zu erhöhen. Tja. Pustekuchen. Bin natürlich gestorben, nicht dahin gekommen. So. Jetzt mache ich von Anfang an das, was ich hätte machen sollen. Ich habe erst keine Gnade genommen, aber jetzt nehme ich erstmal Midas Blut, denn sich eine Art Goldreserve anzueignen, um A, Waffen abzustimmen aufeinander, um mehr Schaden zu machen oder Essen zu kaufen, ist nicht dumm. Und Schaden, egal ob ich denke, ich nehme sie, nehme ich immer. Auch wenn ich denke, ich nehme sie nicht, den Schaden. Aber in der toxischen Kanalisation mit dem Gift ist das, glaube ich, eine echt gute Idee. Natürlich werde ich das noch ändern, weil Belmont kein goldenes Blut besitzt. Aber in Verbindung mit Vampirismus ist mir das Blut natürlich Gold wert. Todeskugel! Und tot. So, diese Kanalisation ist allerdings sehr verwinkelt. What? Der hat mich denn da getroffen? Hat der Skorpion so schnell geschossen? Also die Sense des Todes ist der absolute Oberhammer. Eine schnelle Dreier-Kombo, die wahnsinnig viel Schaden macht, Leute beschwört, Rundumschlag, das ist einfach... Also man könnte wirklich sagen, die Waffe ist OP. Komisches Muster heute. Mit der Mäh. Ah ja. Gib mir eine Elektropeitsche. Ein Fächer. Besser als nix. Tschüss, Sense. Damit kann ich wenigstens Geschosse abwehren. Wann machst du Crit? Nach dem Abwehren eines Geschosses. So, wem ist zu heiß? Ich hab da eine Lösung. Nutzt den Wind. Stimmen von den Skorpionen brauche ich mit dem Fächer. Keine Angst mehr. Oh, die wieder so ein Haar, was quer hängt. Ja. Zwei. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Okay, okay. Das ziehe ich jetzt durch. Nein, falsch. Na gut, wenn es nichts wird, wird es nichts. Ja, natürlich. Alter, war das knapp. Alter Schwede. Hayabusa-Stiefel, die habe ich noch gar nicht freigeschalten. Wieso bekomme ich die? Nice. Martial Arts und so. Mega. Ja, ja, ja. Oh, das Kreuz ist noch eins.
Moment. Ich behalte es im Rucksack, weil ich hoffe, dass es dann triggert. Marshall ist genau mein Ding. Okay, jetzt nehme ich... Oh, ist das nice. Du bist doch stärker als die Todeskugel, oder? Schießt sogar Geschosse zurück? Wow. Moment. Nach dem Abwehren eines Geschosses... der letzte Treffer fügt einen Gegner um dich herum Schaden zu und stößt sie zurück. Sie erleiden 750 zusätzlichen Schaden, Gegner an die Wand gestoßen werden. Bei Angriff in den Rücken 75%. Alter Schwede, ist das nice. Blutung? Okay, mit Fleischschneider gut. Mit Messertanz noch besser. Oh. Durch Zufall werden wir den Bild spielen, der nicht zu Richter passt, aber der extrem geil ist. Hm. Ich muss natürlich auch noch links runter und hier ist keine Verbindung. Der schleudert die kompletten Granaten zurück. Das ist mega. Okay. Das ist eine stationäre Fähigkeit. Ja. Da ist sie wieder. Sie ist sehr gut. Sie verschwindet, sobald ich Schaden bekomme. Aber diese Extra-Aktivierung, dass sie erzürnt wird, macht noch mehr Schaden. Schütz-Elite-Gegner. Ja. So, ja, stimmt. Nach oben bitte. Noch eine Eule? Okay. +3/+ vergiftet. 66, 66, selbe FPS-Zahl, vergiftete Gegner, Wirbelfächer. Okay, dann nehme ich die vergiftete. Komm heraus! Und sei wütend! Ah, oh, das ist ein richtiger Asia-Marge, Arzt, Kampfstil, Fächer, Kick. Und Salto. Oh ja. Oh, das macht schon Fun. Hayabusa-Stiefel kriegen eine 1+ mit Daumen nach oben. Empfehlung. Okay, Gefängnisdächer. Ja, Salto nach der Backflip könnte natürlich Schaden für Belmont bedeuten, wenn ich in eine Bombe oder ein Geschoss rein dashe. Denn er macht einen Salto nach vorn. Mist, Made, du. Wortwörtlich. Na, gehst du noch unten? Saphir. Oder? 1000.
Mit Midas Blut. Hoi, 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 hoi. 10.000 haben wir schon. Das ist echt gut. Okay. What? Was ist denn das für ein sinnloser Raum? Hier, geh mal in das Gift und guck, ob da was ist, damit du Schaden bekommst. Ah. Die Leichen. Naja, wenigstens bekomme ich dadurch hoffentlich Gold mit Midas Blut. Verdorbenes Gefängnis. Ich möchte jetzt in die alte Kanalisation. Und dazu kann ich ins verdorbene Gefängnis. Alright. Guckt euch die verwinkelte Kacke an, ey. Ist noch eine Kiste. So, erst nach unten, dann nach oben teleporten, dann nach links. Elektropeitsche. Das ist wieder nur ein Fertigkeitenhändler, kein Waffenhändler. Alte Kanalisation, da könnte ich auch direkt rein. Vielleicht mache ich das sogar. Den einen Gegner da unten habe ich jetzt keine Lust. Ich will wieder nach oben. Meine Eule darf ruhig wütend werden. Komm schon, Eule, Eule. Der Gegner außerhalb der Map da unten. Was macht der so? Der hier? Achso, ihr seht den Mauszeiger gar nicht, der noch. Okay, dann. Also, alte Kanalisation oder verdorbenes Gefängnis. Eins von beiden. Heißt ein Level mehr. Heißt aber auch potenziell mehr Schaden am Ende gegen Dracula. Deshalb muss ich das eventuell tun. Das war merkwürdig, dass ich die Hayabusa-Stiefel bekomme, obwohl ich die noch nicht freigeschalten habe. Oder habe ich? Werden wir gleich sehen. Sehr gut. Kann ich wieder schön viele Sachen verlieren. Ah, Multibogen. Giftet den Gegner. Wie sieht es denn mit den Kombis aus? Nee. Okay. Brauche ich, denn der Fächer ist mit der Eule besser. Da sind sie. Eigentlich rot. Wollte ich mit Hattoris Katana spielen. Aber jetzt, da ich weiß, dass es so eine abgefahrene Martial Arts Combo-Waffe ist. So, ne? Und jetzt haben wir das Problem. Nichts zum Freischalten, das heißt Zellen sparen und im Tode. Leider nichts mehr davon. Schaden gegen vergiftet. Ich muss die Fächer eigentlich nutzen. Oh.
Okay, mir das Blut. Lila kommt nicht in Frage, da wir keine Geschosse spielen. Das Einzige, was möglich ist, Krähenfüße oder Rucksack. Rucksack hat aber eine schlechte Voraussetzung, ebenfalls mit Distanzwaffen. Also wären es nur Krähenfüße. Also gehe ich auf... Keine Gnade. Für den Vampirjäger Belmont das Beste, was er machen kann. Keine Knalle zeigen. So, eine Fiole fehlt schon mal. Okay. Das heißt, alles Essen, was ich finde, muss ich aufheben. Egal, ob ich backtracken muss oder nicht. Aufheben. Immer schön vergiften, die starken Gegner. Fächer mit Gift, den Schaden gegen Gift mit der Kriegseule, das ist mega gut. Aber ich habe wieder keine Teleportationspunkte, das heißt, entweder lasse ich das Geld später liegen. Drei Fleischspieße, okay. Naja, was ebenfalls schade ist bei Dead Cells, dass man den Bild, den man sich überlegt, nur schwer bekommt. Rexvögel. Ich habe hier noch nie Sachen bekommen, die ich will oder brauche. Gefängnisdächer. Nee, da waren wir letztens und da komme ich nicht dahin, wo ich will. Die alte Kanalisation ist es eigentlich. So, und jetzt einmal Fleischspieß holen. Wenigstens ein Teleportpunkt, den es am Anfang nicht gibt. Da muss ich komplett... Kann ich an den Anfang porten? Nach rechts. Da kann ich hin. So, der nächste. Oh, da drüben. Die 600 Ocken sind es mir nicht wert, mit Midas Blut da nochmal hinzurennen. So, jetzt kommen die Dreckspilze, ey. Immer schön den Fächer raus. Vergiften und alles rein, was geht mit bei den Pilzen. Uh...
Vergiftet, vergiftet. Ey, und was ich noch nicht schön finde, in allen letzten Builds, die ich probiert habe zu machen und auch die, die ihr nicht gesehen habt, war Vergiften immer die meiste Kombo, die ich bekomme. Ich meine, immer Gift, immer Vergiften. Blutung oder Gefrieren kommt so selten, aber alle Waffen haben immer von Anfang an irgendwie Gift. Entweder sind die Programmierer Fan von Vergiften oder... Ich habe so viel Money, ich könnte eigentlich abstimmen, ne? Was noch nicht gegen Gift geht. Ja. Schaden gegen Vergiften, da bist du sozusagen die Primärwaffe jetzt. Ansonsten... Ja, super. Midas Blut, ey, so gut. Tschüss, Bank. Ich will endlich Dracula besiegen und nicht 5 Stunden im einen Run verwenden. Habt ihr in der letzten Folge gesehen? Mit der 1 Stunde 40? Einfach zu lange, die Runs. Aber das macht halt, glaube ich, meistens... Die Überlegung, die ja mit reinkommt, dass man so viel Zeit verbringt. Ba, 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 ba. Gatling-Eule. Oh ja. Sehr gut, alles. Alles mit Gift. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Varianz dann leidet. Wenn immer nur Vergiften die primäre Kombo ist, die man bekommt von Dropwaffen. Pergament der Macht vielleicht noch holen? Elite! Eule, ran! Ja! Keine Chance. Lila. Oh ja. Das ist so eine gute Kombo, ne? Von den unteren. Mit Öl überdecken und dann gleichzeitig im Brand setzen. Aber die Reduzierung von Schaden. Oh. Okay, bleib liegen. Oh, Schwein gehabt. Genau, oh, diese... Drecksfallen. Lord! Wird die Eule weggemacht. Dumme, dumme Tentakel. Oh. Oh. 4. Hab ich denn irgendeine Blutungskombo? Ne. Haben wir aber schon gesehen, deswegen werde ich sie nicht nehmen. Für die Abwechslung. Sword. Ja, ist eine coole Waffe. Können wir kurz mal angucken. Und auf Y wird es zum Schlangenschwert. Und jedes Mal, wenn ich wechsle, habe ich für 1,5 Sekunden kritischen Schaden. Allerdings nur in Rot. Oh, da geht es auch noch weiter. Teleporten. Dahin.
Ich hasse diese Pilze. Es gibt so viele Sachen, die Level nicht schlimmer machen können als so ein Pilz. Elektropeitsche hatte ich vorhin gesagt, ne? Es kann doch einfach nicht sein. Bekommt sie einfach nicht. In keinen der bisherigen Runs habe ich bei irgendeinem Händler die Elektropeitsche gehabt. Ich weiß nicht, wie weit es noch geht. Mann, halt dich. Dann mach doch nicht so eine enge Teile nach unten, liebe Entwickler. Wie komme ich da hin? Okay, ich muss irgendwo einen Eingang übersehen haben. Ich will das haben. Ich dachte, ich hätte es schon mal geschafft, mich auf dem Weg nach oben zurückzurollen. Naja, okay, dann gehen wir weiter. Schade, schade. Aber vielleicht ergibt sich ja noch was. Ohrenfieben. So. Nice, dass auch der Kick im 45-Grad-Winkel nach oben noch ein Geschoss schießt. Und die Sache... Ah, da fächern beide. What? Wieder so ein sinnloser Tentakel. Der mich wieder Leben gekostet hat. Mann, ey. Und das sind halt die Dinge in der Zelt. Du kommst in Situationen, die du nicht beeinflussen kannst, im Gegensatz zu Hades, würde ich jetzt behaupten. Obwohl ich nicht weiß, wie es später in den hohen Leveln von Hades passiert. Ey, die Goldreserve, ne? Das wurmt, das wurmt. Und dass man die Sachen nicht bekommt, die man sich wünscht. Für einen guten Bild, den man spielen möchte. Alles Zufall. Hat sich das schon rendiert, weil, obwohl ich da keinen Vergiften habe? Ne. Ist doch nicht wahr. Dass man hier nicht einsehen kann, welche Runen man hat. Am Anfang kann ich das, aber hier bei Info Würfe keine. Ich kann mir nirgendwo meine Runen angucken, die ich bereits gesammelt habe, wie Ramrune, Spinnenrune. Timing ist alles. Und Genauigkeit. Aber den ersten Sprung schaffe ich nie. Bekomme ich immer Schaden.
nicht dem Wachdienst vor dem vor der Zelle des Monsters versäumen. Ja. Wäre ganz gut. Der Riemen, jetzt bekomme ich ihn. Ist rot. Aber für den Flair. Tja. Ist halt nicht. Ja, war so klar, ey. Diese Millimeterarbeit. Ach. Oh, jetzt bin ich aber auch noch wütend hier. Alter, diese... Diese Dreckstentakeln, ey. Hab ich überhaupt noch irgendwo Essen liegen? Da ist noch eine Hähnchenkeule. Okay, die muss ich mir gleich mal holen. Beim nächsten Point gibt es nicht mehr. Erstmal alle Gegner töten. Oh ja. Auch hier wahrscheinlich keine Elektropeitsche, ne? Ja, ja, ich sehe es schon. Sinnlos! Ach man, ey, Dead Cells. So viel mehr Potenzial. Obwohl es schon echt gut ausgeklügeltes Spiel ist, mit einer anderen Herangehensweise, ich verstehe das, aber... Es fühlt sich einfach zu häufig zu unfair an. So, Essen holen. Das ist das Einzige. Ja. Und jetzt gucke ich nochmal kurz hier hin. Keine anderen Geheimnisse, ne? Man hört's ja. So, runter. Kann nach links rollen. Nach rechts rollen kann ich nicht. Wenn ich nach unten drücken will, mit A und durch eine Ebene zu kommen, passiert nichts. Dann springt er nur nach oben. Rollen ist das. Nach unten drücken bringt nichts. Hier kann ich nach unten. Hier nach unten. So, und jetzt muss ich da hoch. Durch die Tür komme ich erst, wenn ich das Rätsel da gelöst habe. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier runter irgendwie kommen mit der Homunculus-Rune. Hier unten durch. Oder ist es die? Kann ich damit? Ist das die Homunculus-Rune? Moment, Moment, Moment. Vielleicht war ich einfach viel zu dumm die ganze Zeit. Oh, 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 oh. Klug, klug, klug. Okay, okay, okay. Yes! Das ist die Homunculus-Rune. Ich hatte keine Ahnung, ey. Wow. Okay. So, das heißt... Wahrscheinlich da irgendwie. Weil selber komme ich nirgendwo reingerollt. Oh,
Okay, einfach nur ein Labyrinth mit Try and Error. Das kriege ich, glaube ich, noch hin. Aber hier ist eine Sackgasse. Komme ich in keine Richtung. Hier komme ich nicht. Ich komme nur hier rein. Ich komme hier links nichts. Okay. Definitiv eine Sackgasse. Und hier komme ich nur dahin zurück. Okay. Das heißt, ich muss hier nach links. Nach unten geht es hier auch nicht. Die geht nur nach oben. Und hier lang. Okay, 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 okay. Die kommen auf Ideen. Einfach in jede Richtung drücken und hoffen, dass man irgendwann ans Ziel kommt. Okay, das scheint eine Sackgasse zu sein. Nach oben geht's nicht. Es geht nur nach rechts oder nach unten. Hier komme ich nicht nach rechts oder nach unten. Das ist eine Sackgasse. Oh, 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 oh. Okay, okay, jetzt nicht nervös werden. So nah, so nah. Wie komme ich da hin? Und meins, ja. Huh. Okay, lange überlegt, aber doch geschafft. Das hat gedauert. Aber endlich kann ich meine Seele nutzen. Halt erstmal mir das Blut. Da ich noch nicht weiß, wenn ich ein neues, komplettes Rüstungsset finde. Oh, Konjunktivius! Ich überlege kurz, auf die Laserklefe zu wechseln. Allerdings habe ich da... Angriff in den Rücken werde ich hier nicht nutzen können. Dafür ist die Klefe echt gut. Vergiften! Erhöhten Schaden! Gut.
diskutiert. Perfekter Sieg ohne einen einzigen Treffer. Oh ja. Und dafür gibt es hier Belohnung. Weg und weg und. Makelloses Goldenium. Tivius Outfit. Okay, okay, okay. Jetzt fühle ich mich gut. So, ich wollte auf den Friedhof. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Aber da seht ihr, dass der Wechsel der Waffen vor einem Boss wahnsinnig viel ausmacht. Hitless Run. Alter Schwede. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Der Beschwörer! Du hast mir gute Dienste erwiesen. Ihr wisst schon. Gib mir Gift, gib mir Gift, gib mir Gift. Ich habe viel zu viel Geld. Okay, das würde ich auch gerne mal pushen. Ich jetzt mein ganzes Geld aufgebe, um Crit-Schaden, 20%. Okay, wird mir erstmal reichen. Wechsel. Zurück. Midas Blut, ja, weiterhin. Eine gute Option. Ja, ich habe ja keinen Schaden genommen, ich brauche ja nicht mal. Friedhof. Sterbt! Alle! Okay, 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 okay. Ich hab's doch gewusst. So eine gute Sache. Ich habe da so viel Geld in die Klefe gesteckt und für mehrere Gegner ist die wirklich gut. Aber die Zaubergeschosse sind halt nice. Guckt euch das an. Naja. Wie gesagt, Wellmond ist kein Magier, dementsprechend tschüss. Komm, Krabschi, du musst noch wachsen. Ich glaube, er hat nicht wirklich Chancen zu wachsen. Sollte ich das nächste Mal getroffen werden, geht ja die Eule weg. Dann lasse ich erstmal noch Krabschi arbeiten. Boah, ey, mach den Down Smash. Komm. Na, oh. Idiot. Krabschi, komm. Du musst aber auch zubeißen. Also, ohne wird's nix. Ja, immer fleißig zubeißen. Zubeißen, komm schon.
schön happy happy machen. Fein, 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 fein. Bis du gewachsen bist. Komm, bei zu. Weil ich ausweichen will und Krabschi beißen lassen will. Ah ja. Stimmt, da war ich ja hier schon. Wow, das ging ja fix. Das Geld will ich haben. Gib mir mein Geld. Meine. Jetzt. Das Einzige, was ich hier investiere, ist Zeit und deswegen ist das gar nicht so schlimm. Schlüssel habe ich, stimmt. Ey, ich habe Doppelsprung gedrückt! Das, da, ja. Ich glaube, das bekomme ich doch mehr Seelen, weil ich diesen komischen Story-Plot da gelesen habe. Also Krabschi, wenn du bald nicht ein bisschen an... Ja, das die naschen... Nasch die! Ach, Krabschi, ey. Dann eben nicht. Da ist die Kleve nun doch in Port. Alter, was ist das wieder für ein Level? Tja, boah, so klar. Oh, Tetzels! Ich hasse dich manchmal. Manchmal nicht. Ey, jetzt hasse ich dich wieder. Jetzt hasse ich dich wieder. Ohne Frage. Dieser Scheiß mit Stacheln und du musst ausweichen. Aber wenn du ausweichst, weichst du in eine weitere Falle aus. Das sind die Entwickler von Dead Cells. Jetzt mal gut. Ja, natürlich.
So, hier der Kavernenzugang, oder? Vor allen Dingen, das sind hier einen der schönsten und befriedigsten Moves mit dem Stampfer. Dass sie dir dieses Gefühl so vermasseln mit diesen Spitzen und diesen Fallen. Oh, da könnte ich durchdrehen. Das macht das Spiel so viel schlechter. Dass die Entwickler da einfach diese Stacheln hinsetzen und sich denken, hohoho. Frostschlag, ja, ist okay. Nee. Ich will die verdammte Elektropeitsche und das Kreuz. Ich werde jetzt Richter Bämon spielen und nicht als Dudi in Dead Cells. Mit zufälligen Sachen. Tja, vielleicht muss ich Dead Cells dann einfach sagen, tschüss, Dead Cells. Wenn ich von dir nicht bekomme, was ich möchte. Du sollst langsam mal essen und wachsen und nicht immer nur dumm rumspringen. Hier, nimm den. Habs, habs. Habs. Wieso springst du denn wieder zu mir? Wann wächst du denn? Wann willst du denn mal zeigen, was du drauf hast? Schon blutende Ziele kritische Treffer zufügt. Ich verblute leider nicht. Fügt Blutung zu. Stark. Durch Angriffe auf deinen Gegner. Wenn sie satt ist, entwickelt sie sich. Ja. Wann passiert das denn? Komm, beiß mal richtig rein. Und durch so eine dumme... Durch so eine dumme Mechanik wirst du dann gezwungen, da stehst du halt daneben und kriegst halt Schaden irgendwann. Hier ist der Kavernenzugang. Ich allerdings nicht in die Kaverne kann. Ich in die vergessene Grabkammer muss. Obwohl ich prüfe etwa. Ach nee, ich habe ja bei der Turmuhr habe ich schon geschaut. Es geht nur über Glockenturm oder Grabkammer. Leider, leider, leider gibt es nicht mehr Varianz, um seinen Spielfluss zu variieren. So, Essen gibt's nirgends. Oh. Aber Kohle gibt's noch am Anfang. Vergessene Grabkammer. So ein schlimmes Level. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr auf Dead Cells weiterzuspielen. Vergessene Grabkammer, dann nicht den Bild. Und Grabschi entwickelt sich nicht weiter. Und oh Mann. Erweiterte Schmiede. Wow, wow, wow. Okay, wir investieren. Erweiterte Schmiede. An der Schmiede kannst du die Qualität eines Gegenstands nun zweimal anstatt nur einmal erhöhen. Jetzt verstehe ich, wie die Leute... Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie schaffen es Leute mit 4 Boss-Szenen voranzukommen? Aber jetzt weiß ich es. Es gibt noch mehr, obwohl ich schon so viele Stunden gezockt habe, ey. 37.000. Ich hoffe, im nächsten Level gibt es, ordentlich Sachen. Schaden gegen blutend... Schaden gegen vergiftend. Ja, das ist. Okay. Im nächsten Shop in irgendeinem Level werde ich mir aber ordentlich Material gönnen, wenn das kommt, was ich möchte. Vergessene Grabkammer, Licht. Immer Licht wiederholen. Aber das letzte Mal, wo ich die gespielt habe, war es gar nicht so wild. Schönen guten Tag, wir kennen uns. Nein. Brauche ich dich? Brauche ich dich nicht? Ich meine, ich habe genug Geld. Genau, kann fahren, ne? Verbrennt nach Zerstörung den Boden. So, Grabschi, entwickel dich jetzt. Es kann doch nicht wahr sein, dass du dich einfach nicht entwickeln willst. Und schon wieder eine Feingegend. Ja, jetzt krieg ich gleich Schaden. Wo ist denn hier Licht? Willst du mich? Alter Schwede. Das war doch wieder ein Scherz, oder?
Guckt euch die Distanz an ohne Lichtlaterne. So, Krabschi, wie machen wir denn das am besten? Habe ich nicht mehr dran gedacht, dass er das macht. Dass er nach dem Bauchplatscher diese Druckwelle nochmal loslässt. Weil Krabschi nichts tut, außer zu gucken. Dusselig, wie er guckt mit seinem einen Auge. Schnellfeuerbogen. Was hast du denn bei 3000 Schaden gegen Blutend? Ich verblute natürlich mit Gegnern. Ich hätte jetzt zwar auf einem Bogenbild switchen können. Aber dafür ist mir mein momentaner Bild zu einzigartig. 277 hier. Uno momentos. Stimmt. Ich hab ja den Schlüssel. Ich hasse das. Gebt mir, was ich will und was ich brauche. Und nicht irgendeinen Quatsch. Ja, macht sich halt schlecht, ne? Wenn man zwei goldene Sachen hat, die man nicht loswerden möchte. Aber auch nicht zum Bild passen. Ich meine, für die Elektropeitsche und Co. würde ich sofort eintauschen. Die habe ich am Anfang so häufig bekommen. Ja. Also das Schlimmste an Dead Cells sind eigentlich die Fallen. Kannst du sagen, was du willst? Hallo? Ich muss... Ich krieg schon wieder Schaden gleich. Was ist das denn für eine Kacke hier wieder mit dem Level? Seit wann? Also beim letzten Run, wo ich hier war, waren eindeutig... hatte ich nicht die Probleme mit... mit dem Licht und Co. Oh, ist das ein stressiges Level, ey. What?
Ja, natürlich. Als ob. Als ob, ey. Wie kann denn ein Level dir so die Laune verderben? Jetzt mach den Stampfer. Dankeschön. Hä? Okay. Okay, 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 okay. Licht, Licht, Licht. Ja, natürlich, Schlag über den Gegner. Schlag doch einfach über den Gegner. Und niemand ist zufrieden. So, weiter. Komm, Licht. Danke. Okay, 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 okay. Da oben ist immer noch. Aber kein Teleportpunkt. Also wenn da oben jetzt eine andere... Alles halb so wild. Ist immer nur noch ein Spiel. Turbohr, da muss ich eh hin. Alles gut. Trotzdem lasse ich das Level nicht so, wie es ist, sondern gehe den Weg. Was ist denn mit dir verkehrt? Bist du Monkey D. Ruffy oder was? Ist die Gum-Gum-Frucht genascht? Ah, Händler. Jetzt, komm. Also, wenn du mir jetzt nicht die... Gib mir doch Kreuz. Guck mal, da ist doch schon mal was ich für Belmont möchte. So. Da muss ich allerdings die Hayabusa-Stiefel wegpacken. Denn... Die sind eh out of order. Weil ich die Vergiftung immer noch brauche mit dem Fächer. Außer ich wechsle, aber eigentlich will ich den Fächer gar nicht haben. Dementsprechend haben wir jetzt schon mal... Wo ist denn der? Da. Ja, natürlich. Nochmal. So, Krabschi. Du hast dich in den Level ja nun nicht weiterentwickelt. Das heißt für dich beim nächsten tollen Skill bist du leider raus. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich glaube, ich werde einfach mir einen neuen kaufen. So. Neuen Skill. Einfach nur zum Testen. Das sind alles Waffen, Waffen, Waffen. Schweres Geschütz. Tesla-Spule. Es passt halt nicht zu Belmont, aber es ist mir mittlerweile ehrlich gesagt egal. Ich will es ausprobieren. Tschüss. Sieht genauso kacke aus wie die Balliste. 9 und... Okay. So. Plus 15 Schaden. Bedeckte in dem will ich behalten. Plus 15 behalte ich. Also brennbares Öl. Schaden gegen Öl. Opferfrieren ein. Also brauche ich dich schon mal nicht mehr. Dich kann ich austauschen. Kriegseule wird ausgetauscht. Schaden gegen brennendes Öl überzogen. Das ist sehr gut. Wenn ich die Elektropeitsche kriege, ist das noch besser. Das heißt, du wirst ausgetauscht und du wirst ausgetauscht. Das heißt, ich kann erstmal auf Infanteriebogen wechseln und dich verkaufen. So, der Infanteriebogen macht gegen blutendes Ziel. Das ändere ich noch. Elektrifizierend, Schaden gegen Blutung, vergiftend, Schaden gegen vergiftend. Bräuchte jetzt Feuer, ne? Hoho, gegen Maximum. Durchbohrt das erste Ziel. Auch gut.
Gift. Frieren. Opfer frieren Gegner in der Nähe ein, wenn sie sterben. Okay. Lassen wir erstmal so. So. Immer noch Elektrobeitsche Kreuz. Das heißt, ich bleib dabei. Eigentlich brauchst du mit Midas Blut richtig doll den Profit durch. Den Durch des Profits, wo du Crit machst, wenn du Gold sammelst. So. Na. Ja, okay. Okay. Ich habe nicht an die Eule gedacht, aber dass sie weggeht, wenn ich getroffen werde. Oh. 62.000. Auf in Draculas Schloss. Langes. Gegengefrorenes Ziel. Mach auf den ein. Erstmal will ich die Goldreserve pimpen. Okay. So, Dracula muss fallen. Na, also... Ich will die Musik noch lauter. Medusa! Lass mich! Ja, kann ich mir denken, dass sie mich versteinert und einfriert, wenn ich in ihrer Nähe bin? Mensch, mag doch den Donnerspruch. Ah.
Uahaha. So macht das doch Spaß. Nope. Einfach rennen. Keine Fallen, die dich behindern. Nur dein Skill und der Gegner. Okay, der Kreis schließt sich. Jetzt muss ich noch da hoch. Und da nach hinten. Oh nee, da muss ich wieder als Richter spielen. Oder? Was war jetzt hier? Ah, auf dem Kopf. Nee, oh nein, wieder raus. Alter, hatte ich ein Schrecken, dass jetzt der ganze Run kaputt ist. Aber ich habe mir gedacht, okay, eine extra Gesundheitsleiste, das kann es nicht sein. Holy moly. Hier wieder auf der Seite keine Teleportpunkte. Oh.
Das war unerwartet. Ha. In die Falle geportet. Ich nur gewundert wegen der komischen Kerzenständer hier mit dem Klarm rumherum. Hat die Eule gerade mit der Harpie jongliert? Scheuche zur Ablenkung brauche ich nicht. Hm? So, Elektropeitsche, gebt mir doch. Sagt denn das Kreuz? 11.000, 13.000. Das ist aber eine 8 plus, das ist eine 7 plus plus. Das heißt ja, dass du noch stärker wirst. Blitzschlag, nein, nicht Blitzschlag, Blitzpeitsche. Also, ich darf einfach nicht die Elektropeitsche haben, anscheinend. Aua. Ist ja eine Frechheit. Dass der mich noch getroffen hat. Jeder stirbt vorher. Oh, shit. Elektropeitsche. Das ist das nächste. Ich habe 19 Lila und bekomme als zufälligen Drop zweimal grün. Wo ist da der Sinn bitte der Belohnung, was du eine Bosszelle gesammelt hast? Und zweitens. Naja. Also ich habe die Fähigkeit gerade hier Sturmangriff zu häufig genutzt in irgendwelchen Aufnahmen, deswegen wollte ich die nicht wieder nutzen. So, das sind immer noch Gegner. What? Dass da kein Teleportpunkt ist, finde ich auch wieder. Jetzt muss ich den kompletten Weg rennen. Runter, durch. So, oberste Ebene. Unter mir. Und zack, zack, zack. So, jetzt noch hier lang.
Bisschen Leben. Oh, das ist neu. Simon! Oh! Nice. Tja, Leute, da wird wohl doch noch eine Folge Death Sets kommen. Aber vor Dracula wollte ich mir jetzt gerade noch mal ein bisschen Leben holen. Weil ich finde, der Schaden ist schon okay. Okay, ich weiß, dass ich da hochkomme. Genau, den Abstand zwischen den Sprüngen, zwischen den Drücken musst du verringern, damit du den Sprint an der Wand bekommst. Essen, 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 Essen. Nein. Leute. Jetzt Dracula oder was? Und nicht, wieder mal nicht das bekommen, was ich will. So, letzte Chance, Waffen zu kaufen, die ich eventuell möchte. Der Infanteriebogen und Kohl schon okay. Diamonds Outfit. Okay, dann heißt es jetzt die letzte Abstimmung treffen. Opfer brennen, wenn sie sterben. Kann ich nicht gebrauchen. Einfrieren tue ich anscheinend überhaupt nicht. Kriegseule, ich bekomme keine. Langsam. Ich friere hier nichts ein. Oh, das ist gut. Also Feuer. Blutend. Gift. Deckt den Gegner mit brennendem Öl. Plus Balliste mit brennender Spur. Auch verbrennen, wenn sie sterben. Brauche ich nicht. Es bleibt aber anscheinend. Oh ja. Ja. Okay. Gegner-Time. Gnade. Kritische Treffer, wenn es zurückkommt und dann aus Nähe. Das heißt, wenn ich Schaden bekomme, kann ich das häufiger nutzen. Das heißt, ich nehme Waffenmeister. Und als letztes Erholung wäre eine Option. Munition. Jetzt habe ich den Bogen. Kommt Munition, Bogen. Oh mein Gott, Dracula. Ist schade, wie gesagt, dass man nicht das bekommt, was man will. Elektropeitsche, Kreuz. Das wäre so cool geworden. Oder halt Riemen mit heiligem Wasser, Ölgranate und auf Brandstifter gehen. Okay. Das dritte Mal Dracula und ich weiß immer noch nicht wirklich, wie er kämpft. Gut. Ah, Menschen haben ihre Seele genutzt. Deine Worte sind leer wie deine Seele. Ich frage mich, ob die Dialoge halt, obwohl, von den Skins abhängig sind. Was ein Mensch. Ein miserabler kleiner Haufen von Geheimnissen. Noch genug geredet. Nimm dies. Okay, kann ich nur befürworten. Stirb, Elbert. Ja. Nicht da.
Ich passe es nicht. Was ist das denn? Oh Gott. Leute, es tut mir so, so leid. Aber wie scheint nur Simon Dracula besiegen? Was willst du denn noch machen mit einer Bosszelle gegen so einen Boss? Vielleicht sollte ich einfach neue Bosse nicht mit Bosszelle bekämpfen? Ja, ey, trotzdem, wenn euch der Content gefällt, ich bin mir hier Stunden ans Bein, um euch cooles Gameplay zu liefern. Und ja, dann lasst gerne ein Like, Kommentar und ein Abo da. Denkt dran, YouTube ist kostenlos. Einfach einen Account erstellen und abonnieren drücken. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.